Da sind wir wieder zurück bei Assassin's Creed Mirage. Und wir wollen ja jetzt unseren alten Freund suchen. Schön, dass ihr auf alle Fälle wieder alle dabei seid. Hoffe ich doch. Zumindest freue ich mich über jeden, der dabei ist. So, unseren alten Freund besuchen. Wir nehmen mal hier die Abkürzung über die Mauer. Wir dürfen, dass wir einen Passierschein. So. Okay. Haben wir eine weitere... Nee, das ist ja gleich um die Ecke. Wäre das jetzt eine weitere Strecke, hätte ich gesagt, wir hätten ja mal gucken können wegen Schnellreise. Hui. Haha, da habe ich lange für geübt. Lange für geübt. Ihr müsst mal sehen, wenn ich das vom Berg aus mache. So. Jetzt fahren wir ein Rennen, Alter. Du Fast to Furious Kanalisationsausgabe hier. Ja, weg da. Willkommen Breakfast. So. Den haben wir es gezeigt. Hier ist noch eine Kiste in der Nähe. Und ein Artefakt. Wir müssten mal Darwish die Artefakte geben, die wir schon haben, ne? So, einmal anlegen hier. Ey, ist das gut geparkt? Naja, also gut, wer rein will, muss hier ein bisschen... Ne, aber das sieht doch vernünftig aus. Oh, Entschuldigung. Lassen Sie mich das abnehmen, denn haben Sie auch nicht so ein Ungleichgewicht, ne? Ja, ja, das... Sie sind gestolpert, weil Sie hinten zu viel Last hatten, aber ich hab mich drum gekümmert. So. Du hast meine Kiste voll wunderschöner Blätter gemeldet, das weiß ich. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Hat er uns nicht erkannt, wa? Ja, Nische Shoya. Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Scheinbar sind wir doch nicht so gute Freunde, wa? Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Oh. Oh. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher. Nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, ja, natürlich. Er hat eine schöne Lebensansicht, ne? Dass er lieber verhungert, als pleite zu gehen. Spricht für seinen Charakter. So. Eine beschlagnahmte Kiste, also kein Problem. Okay, vielleicht haben wir doch ein Problem.
So, wir kundschaften das mal aus. Ich darf hier schon nicht... Oh, das ist aber... Okay, hier brennt überall Feuer, aber hier ist kein Weg nach unten, okay. Oh, oh. Was erblicken meine liebäugelnden Augen da? Schade, wir wissen jetzt zwar, wie viele Gegner wir haben, aber irgendwie hat da keiner geburnt. Oh, guck mal, guck sich das einer an. Jetzt klettert der hier überall rum und sucht uns. Haben wir irgendeine Art von Problem? Ich wäre in Stimmung, etwas Blut zu vergießen. Das ist ziemlich sadistisch, aber ich nehme das so hin. Okay. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Aber die kriege ich jetzt von hier nicht auf, ne? Hier vorne wäre jetzt kein Fenster. Aber hier. Erstmal die Tür freiräumen, oder? Ah. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Das ist ja einfach. Haben wir hier sonst noch was zu plündern? Zwei Kisten. Das eine ist Hilfsmittel, die haben wir voll. Und die da. Mit edelsten Stahlbarren, Leder und Bauteilen. Allah, gib mir Kraft! Der hat nicht reagiert. Er hat nicht reagiert. Ich habe F gedrückt, aber er hat nur sein Schwert rausgezogen. Okay, so, wir gehen nochmal rein. Das werden wir noch sehen. Ich hab's mit diesen Ausweichen nicht. Okay, da haben wir auch noch einen. Immer einmal außen rum gehen. Ah, wo ist er hin? Nein, 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 nein. Wurde ich gesehen? Nee. Doch. Scheiße. Fahndungslevel. Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein.
Muss ich nicht beide Kisten mitnehmen? Jetzt ist natürlich die Frage, wo hätten wir jetzt wieder ein Plakat? Meine Blätter! Gepriesen seist du, kleiner Fink. Ja. Wo soll ich hin damit? Gerne doch. Komm, stell sie hier hin. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Ja, du kennst mich doch. Elhind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus Elhind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Organhandel, also... Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? So kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Gefahr ist mein zweiter Vorname. Nicht so rein. Basim, ich kann Gefahr. Helfen, kleiner Fink. Doch erst. Wie heißt sie eigentlich mit Nachnamen? Habe ich einen Nachnamen? Da, siehst du, versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Ich hab dir gerade Kisten geholt, du undankbarer Vogel. Das ist mal ohne Witz. Erst heißt es, eine Hand wäscht die andere. Ich krieg was von dir, wenn ich da was für dich tue. Und jetzt auf einmal, ja, danke, dass du mir meinen ganzen Scheiß geholt hast. Ohne dich wäre ich schon pleite, aber... Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Ja, kleinen Moment. Kongs letztes Wort. Als dies jemand liest, während ich nicht da bin, wisse, Luca ist ein nichtsnutziger, verlogener, diebischer Grieche und alles ist seine Schuld. Er ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht hier bin. Er ist der Grund, warum Al-Kark keinen guten Tee mehr haben wird. Wir Standratten, die Waren durch persönlichen Einsatz besorgen müssen, zusammenhalten. Aber dieser käsig grinsende kleine Scheißhaufen sieht das anders. Er ist wohl neidisch auf mich. So. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Ist das ein Spitze oder was? Dieser Kong. Was bist du, ein Kopf? Ich wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist. Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Die sind aber alle ganz schön... Sag mir, was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. Die sind aber alle sehr... Die korrupt möchte ich nicht mal unbedingt sagen, aber irgendwie... Ich fühle mich genötigt. Also, wenn ich überlege, was ich für die insgeheim tue und was ich für die auch ständig tun soll... Dann fühle ich mich regelrecht genötigt, wenn ich mal deren Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Was ich, dass ich da schon wieder was machen muss. So. Frauen beklauen war schon immer leichter.
Da, wenn die erstmal im Shopping vertieft sind, ne? Da kriegst du da erstmal die Gedanken und die Blicke nicht weg vom Shopping. Wir suchen also nach mir. Wer? Ich? Oh, hier eine Scherbe. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Ohne Wachen diesmal. Eliminieren. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können. Das ist auch schon wieder so eine Samurai-Kriegerin, oder? Ich habe mein Fahndungslevel gerade verloren. Wieso geht ihr auf mich? Was seid ihr denn für Wachen? Ich werde mit einem Messer gejagt und ihr haut mir einen Säbel in den Rücken? Alter, was ist mit euch verkehrt? Das sind ja so schlechte Menschen. Ist jetzt eine Wache, ne? Ja. So. Können ja schon mal Richtung Hafen gehen, ne? Das ist ja ein Ding, ne? Da bestiehlst du einfach nur jemanden, lässt ihn sogar am Leben. Und der will dich daraufhin abschlachten und die Wachen sagen sich, das geht nicht. Schlachten wir mit ab. Die kommt uns zuvor mit ihrem komischen Samurai-Gedöns. Du hast genug rätselhafte Scherbenstücke, um ein Ausrüstungsstück zu erlangen. Das ist doch schon mal eine gute Information. Können wir uns da schon mal was rausholen? Wir haben ja da auch einen Schnellreise. Jetzt bezahlst du. Ich bin noch gegangen. Du hast gesagt, geh und ich bin sofort umgedreht. Wie kann man das so unfair auslegen? Ich versteck mich einfach in der... Das sah aus wie so eine Tanzgruppe. Oh, Wachen. Jetzt habe ich dir beim Tanzen zugeguckt. Das haben wir gleich gelöst. Und wir gehen hier einmal rum. Wieso habe ich denn jetzt fast ein Fahndungslevel schon wieder? Das ist so unmöglich. Das ist doch unmöglich. Jetzt bin ich schon wieder so weit mit meiner Fahndung. Ich habe gar nichts getan. Paar Beeren zum Frühstück. Ich war mit Aquell zusammen, als die Mauer einstürzte. Leihe mir deine Augen. So, wir gucken uns einmal die Fläche an. Oh, Kisten haben wir auch. Oh Gott, ey. Hast du nicht. Oh Gott. Alter, was ist das für ein Präzisionsschütze? Hätte nicht die Zivilisten treffen können, damit ich... Ich habe gerade Bären gegessen. Aha! Das sieht doch aus, als wenn wir da einigermaßen gut reinkommen. Aber ist schon mal ein Zugang. So, hier haben wir noch eine Gruppe Söldner. Die könnten wir beauftragen, damit die Stress machen. Würde bei dem Lager nicht viel bringen, aber die könnten die Leute rauslocken zum einen und vielleicht zumindest einen Teil der Soldaten schon mal ausdünnen, würde ich jetzt sagen. Das Problem ist, wir haben hier halt auch direkt die Mauer noch dran, ne? Also die könnten auch dennoch dazu stoßen. So.
Aber ich denke, so machen wir das. Wir bezahlen die Söldner, dann gehen wir hier wieder hoch über den Kran rein. Das gehört gar nicht mit dazu. Scheiße, der Kran bringt uns gar nichts. Mit an dem Kran hier kommen wir nicht hoch, ne? Sind ja auch so Stacheln dran noch am Gebäude. Okay, dann bestechen wir erstmal die Söldnergruppe. Wo wart ihr, Jungs? Freunde! Da. Hey, Herr Jamal. Hey, Jungs. Herr Jamal schon bezahlt? Nein, hat er nicht. Jungs. Jungs. Ja. Jungs. Ich hab's doch einmal kurz gehabt. Jungs! Ey, Jungs! Jungs! Oh, wir hatten nur noch eine von diesen Münzen. Aber dafür können die sich jetzt mit dem Dicken anlegen. Okay. Au, ich hab voll einen abgekriegt. Ja, schöner Treffer. Klinge erwischt es von hinten. Wie lange helfen die mir? Oh. Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Geil. Ja, ja, die stürmen mit rein. Scheiße, die haben Hilfe geholt. So, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. So, wir lassen die erstmal machen. Irgendwer schmeißt auf uns. War ich zu langsam? Da hast du nicht aufgepasst. Oh Gott. Die haben aber nicht so ausgedünnt, wie ich mir das erhofft habe. Ich dachte, gehst mal gucken, da ist bestimmt keiner mehr da. Nein, bin ich nicht. Bin schon wieder weg. Okay, das geht gerade nicht. So. Oh Mann. Das überlebst du nicht. Das geht besser. Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh nein. Ne. Oh mein Gott, das mache ich nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Kannst du da nicht hoch? Ja, kann ich nicht weg. Ja, das glaube ich dir. Irgendwie weicht der nicht richtig aus. Also, irgendwie habe ich Verzögerung heute. Oh Gott, das sind jetzt aber. Sollte ich das Gebiet vielleicht einmal verlassen? So. Ich kann
Was hat der denn da? Ein Flammenwerfer oder was? What the fuck? Der hat wirklich einen Flammenwerfer. Jetzt rufen die schon wieder Hilfe. Oh nein, ich bin so am Arsch. Ich habe diese blöden Bestechungsmünzen auch nicht mehr. Okay, in erster Linie Plakate oder, wenn es geht, so ein Marktschreier, nenne ich ihn jetzt mal. Nein, 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 das ist mein Zwillingsbruder. Er sieht mir nur ähnlich, der baut nur Mist, ich hasse den Typen. Wo habe ich eine Aufzeit genommen? Ich brauche hier so einen Typen, der immer brabbelt. Oder haben wir noch gar nicht synchronisiert? Ich muss die loswerden. Okay, oder so, das würde mir auch schon helfen. Ich muss da hinten einmal weg. Ich will zwei neue Elixier. Also ich starte mich noch einmal komplett aus. Und wir machen das nicht mit den Söldnern. Wir machen das wie bisher immer gehabt, dass wir das anonym angehen. Also im Schatten der Dunkelheit. Weil das mit den Söldnern, das hat nicht ansatzweise so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, die marschieren da regelrecht rein und dünnen da wirklich aus. Aber, nee, leider war dem nicht so. So. Und das. Okay. Und... Ah, schön, dass wir zumindest etwas geschafft haben. So. So, Karte öffnen wir jetzt nur, weil wir den Händler gerne hätten. Und zwar hier. Hier ist der Händler und wir haben jetzt hier aber keinen von diesen Marktschreiern, ne? Oder wird der nicht angezeigt? Munadi, genau. Ist genau daneben. Oder wir nehmen einfach die hier. Da haben wir Munadi und wir haben den Händler. Oh, ich dachte gerade, der springt voll auf die Kante. Oh. Ja. Ich hab gedacht, der springt voll auf die Hauskante. Ich hab den Wagen nicht gesehen, ne? Erstmal so ein Körper. Schön mit dem Gesicht auf die Kante von der Wand. So. Wenn wir natürlich bis zum Munadi noch ein Plakat finden, denn, bestechen wir den nicht, verschwinden wir keine Münze. Dann würden wir erst... Dann würden wir eher gucken, dass wir noch ein Plakat finden. Ja, ja. Das tapfere Schneiderei. Die Musik ist cool, ne? Jetzt wäre ein Plakat doch nicht schlecht.
Ich laufe natürlich voll in die falsche Richtung von da, wo ich letztendlich hin will. Oh! Was ein Tierschänder, der hat das Kamel angeschnitten. Wie so ein Weihnachtsbraten. Der hat das Kamel angeschnitten. Ich habe gerade gegessen. Wieso? Na. Wieso weicht der nicht mehr so richtig aus? Idiot! Au! Ja! Ich wurde aufgehalten. Haut ab, ihr blöden Zivis. So. Oh, jetzt habe ich keine Tränke mehr, kein Leben. Das ist nicht wahr. Natürlich kletter ich direkt an der Mauer der Wachen hoch. Ja, das geht, ne? Kleinere Delikte. Kavaliersdelikt, wenn man es so nimmt. Mord und Attentat und Terrorismus und was man halt so macht, ne? Als Kleinkrimineller. Diebstahl. In den Augen des Kalifen sind wir doch Terroristen, oder? Nicht gegen die Zivilbevölkerung, aber gegen den Staat und seine Machthaber. Ah, darf ich mal? Dankeschön. Okay, dann spare ich mir zumindest eine Münze, wenn ich die überhaupt noch habe. Wo denn hin da? Da entlang. So. Wäre eigentlich besser, wir laufen unten lang, ne? Falls wir noch ein Plakat sehen. Überall hängen, ne? Ich will nicht wissen, wo ich überall schon dran vorbeigelaufen bin. So. Ist auch keins. So leben die Leute also. Ich würde immer die Haustür zumachen, wenn ich hier auf dem Boden schlafe, ne? Ich weiß ja nie, wer da reinkommt. Naja, wirst du bestohlen oder so. Alles wird ihm eine Lektion sein fürs nächste Mal. Können einfach bei irgendwen untertauchen. So, hier wohnt Ahmed, ne? Und Ahmed lässt uns jetzt hier untertauchen. Gehst einfach bei irgendwen rein, setz dich dahin. Ich glaube, ich muss doch den Weg über den Dächern. Das ist ja das reinste Labyrinth hier.
So. Das sah ganz elegant aus, oder? Unsere Gelehrten mahnen an, dass uns kaltes Wetter bevorsteht. Ja, jetzt bräuchte ich auch nicht mehr. Auf dem Basar können Dornbüsche zum Verbrennen erworben werden, um euer Heim vor dem Frost zu schützen. Kein Plakat hier. Okay. Sei gegrüßt. Sei willkommen, Said. Ja, aber die... Was gibt es heute bei dir? Bitte, sieh dich gründlich um. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. Danke. Willst du deine Ausrüstung aufwerten? Verkauft. Aufrüstung aufwerten? Sonst noch etwas? Warte gleich. Ich kann er doch gar nicht. Friede sei mit dir. So. Locken euch die Bewegungen der Planeten. Ah. Schwebt. Frieden, Zadig. Sei gegrüßt. Wie die ganze Außenwelt direkt ausgeblendet wird. Zeigst du mir deine Waren? Sieh dich um. Die kann man immer brauchen. So. Vielen Dank. Es ist immer gut, Zeit in die Ausrüstung zu stecken. War das erstmal alles? Ja, das war erstmal alles. Auf ein andermal. Bis bald. Geschätzte Besucher Bagdads. Dürstet es euch nach Wissen? 530 Meter. Dann sucht unbedingt das Haus der Weisheit auf. Wo Scheich Arasi schon heute Abend einen Vortrag über Pocken. Aber es wäre jetzt schon cool, wenn wir zumindest hier noch so ein... Achso, sobald ich die Maus drehe. Bitte, wie haben Sie mich genannt? Oh, nein, nein, nein. Jetzt keinen Ärger machen. Das waren ja Wachen. Die dürfen mich Dummkopf nennen. So. Ey, ich habe noch nie gesehen, dass einer die Leiter genutzt hat. Ja, wer sagt's denn? Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ja, schrecklich, oder? So. Wollte gerade sagen, ich habe nichts gemacht. Da läuft ein Pferd bei rum. Ich verstehe kein Wort, Madame. Vorsicht, Kleiner. Oh, Verkehrsunfall. So, da sind wir doch schon wieder. Was, hör auf zu laufen. Was machst du da? Ja, genau. Was machst du da? Okay. Gut. Aber wie gehen wir diesmal vor? Vor allem, wie kommen wir da überhaupt rein? Diese und weitere nächste Fragen stellen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Jetzt stürmen wir das Gebäude. Aber diesmal anonym und silent. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.